Niranjana Karmasana ist die Stellung zum Erreichen der Unbeflecktheit. Niranjana heißt ohne Fehler, ohne Flecken, ohne Makel. In Wahrheit sind wir alle makellos tief im Inneren. Aber auf einer emotionalen und einer karmischen Ebene haben wir doch einiges, was dort in uns ist. Und manchmal ist es gut, sich davon zu lösen. Es heißt auch, so wie ein Kind im Mutterleib ist, kann ein Yogi Niranjana Karmasana einnehmen und sich so von allem lösen und sich geborgen fühlen. Annika zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Fersensitz und von hier gibt die Fußsohlen auf den Boden und dann kannst du die Hände in Yoni Mudra geben, also mit kleinen Finger und Ringfinger die Lippen schließen, mit dem Mittelfinger sanft gegen die Nasenflügel drücken, mit dem Zeigefinger sanft auf die Augenlider und dann mit den Daumen die Ohrknöpfe schließen. So kannst du ganz nach innen gehen und innerliches Bewusstsein erreichen. Wenn du willst, kannst du damit auch noch Uddiyana Bandha üben, mit leeren Lungen den Bauch einziehen und dich ganz konzentrieren auf das dritte Auge. Niranjana Karmasana kann übrigens auch schön sein, um Yoni Mudra längere Zeit zu machen. Wenn du Yoni Mudra längere Zeit machen willst, dann musst du natürlich diese Hockstellung gut beherrschen und dann gibst du tatsächlich die Ellbogen auf die Knie und stützt die Ellbogen ab und hältst den Kopf etwas weiter oben. Und so kannst du tatsächlich Yoni Mudra leichter etwas länger halten, als wenn du Yoni Mudra in der Sitzhaltung machst, wo ja nach einer Weile die Schultern etwas anstrengend sind, weil die Oberarme zu schwer werden. Also Niranjana Karmasana, eine Stellung, um zur inneren Unbeflecktheit zu kommen, indem du dich löst von allem Äußeren und von allen Gedanken und Emotionen. Eventuell hörst du nach einer Weile den inneren Klang oder du siehst das innere Licht und kannst dich so ganz auf göttliche Kraft fokussieren.